Ich begrüße euch, meine lieben Sportsfreunde. Ich bin Simon, euer Muskelmacher. Es geht in dem Video um die Frage, wie gut ist der Döner wirklich? Macht der Döner wirklich schöner? Und wie oft sollte man Döner essen? Beziehungsweise hat das für uns als Sportler irgendwelche Vor- oder Nachteile? Ich sag's euch so, wie es ist. Ich bin ein alter Döner-Experte. Ich bin mit dem Döner-Kebab groß geworden als Berliner Junge. Ich gehe davon aus, schon mehrere tausend Döner gegessen zu haben. Und als Döner-Fan habe ich natürlich auch das Döner-Tier am Start. Sieht mittlerweile so ein bisschen an die Tage gekommen aus. Josie, mein Hund, benutzt es gerne als Kopfkissen. Man sieht es ihm an, das ist mittlerweile so ein bisschen platt, aber als Dönertier immer noch zu erkennen mit dem Schwanz und der Nase. Das ist so ein Relikt aus alten Tagen. So, wir schauen uns jetzt erstmal an, wie sieht der Döner eigentlich so im gesamtdeutschen Raum aus. Der Berliner Döner, der ist sehr günstig, kostet 2 Euro, 2,50 Euro. Die Preise sind seit vielen Jahren stabil und werden meistens eben nicht teurer, maximal um 10, 20 Cent wird der Preis teurer. Und die hohe Konkurrenz an Dönerläden, die ist in Berlin natürlich auch einzigartig. Wir schauen uns jetzt erstmal an, wie sieht so ein Döner aus, was ist in so einem Döner drin. Natürlich die Teigtasche, da gibt es verschiedene Varianten. Zum einen diese Pide, diese dünne gebackene Teigtasche, finde ich persönlich am leckersten. Dann gibt es natürlich noch das klassische Fladenbrot, also so ein rundes Brot, was geviertelt wird. Meistens werden da noch die Spitzen abgeschnitten und es wird dann als Teigtasche benutzt. Und was es natürlich auch gibt, ist dieses große Brot, was eingerollt wird, also der Dürüm-Döner aus diesem großen, dünnen Fladenbrot, was dann in gerollter Form als Dürüm-Döner präsentiert wird. Das sind so die Grundvarianten. Gibt es natürlich auch noch Döner auf dem Teller und so weiter und so fort. Döner-Teller und da gibt es sicherlich immer noch einige kleine Unterschiede. Jetzt kommen wir mal zum Fleisch. Das macht sicherlich den Hauptgeschmack des Döners aus. Dieses Fleisch besteht eigentlich traditionell aus Hammel- oder Lammfleisch. Außerhalb der Türkei und gerade bei uns in Deutschland natürlich auch gerne Kalbfleisch oder Rindfleisch. Hat einfach damit zu tun, dass die Deutschen gerne diesen Rindfleischgeschmack haben wollen und immer bei Hammel und bei Schaffleisch denken, dass es Gammelfleisch ist. Das ist einfach sehr streng schmeckt, dieser Hammelgeschmack. Das ist was ganz Intensives und viele Leute denken, das ist vergammeltes Fleisch. Und ich denke mal einfach aus Kostengründen zum einen und zum anderen, aber eben auch aus geschmacklichen Gründen, bekommt man bei uns meistens nur noch Rindfleisch oder Kalbdöner. Und der richtige türkische Döner aus Hammel oder Lamm wird sehr selten verkauft. Da muss man schon wirklich guten Laden finden, wo man noch so einen traditionellen Döner bekommt. Ja, was ist noch drin? Meistens natürlich Salat, also dieser Kohl oder dieser Eisbergsalat, der hat so gut wie keine Nährwerte, kann man ganz klar so sagen. Das bisschen Tomate, das bisschen Gurke, was man bei uns in Berlin im Döner findet, das ist nicht der Rede wert. Und natürlich noch das Kraut, was einigermaßen so gut ist, also Weißkohl oder Rotkohl, ist auf jeden Fall gesund. Ob das jetzt im Döner was verloren hat, das ist immer eine Interpretationssache. Also viele, die Döner einfach aus der Türkei kennen oder sowas, wo das traditionell meistens nur mit Zwiebeln gegessen wird, die sagen sich, sowas hat im Döner nichts verloren. Das ist dann nur noch ein deutscher Döner. Apropos deutscher Döner, man sagt sich, dass der Döner in den 70er Jahren bei uns in Berlin erfunden wurde, in Kreuzberg. Soll wohl nicht so sein. Also es gibt hier Quellen aus dem 19. Jahrhundert aus Istanbul, dass sowas schon gegessen wurde in solch einer Art. Also da kann man sagen, der Döner ist tatsächlich was Türkisches und nichts Berlinerisches, auch wenn man sich sowas gerne anmaßt zu behaupten. So, jetzt kommen wir zu den Soßen. Ihr kennt sicherlich die Klassiker, Knoblauchsoße, scharfe Soße und Kräutersoße. Diese verschiedenen Soße-Varianten, die bekommt man auch in der Türkei nicht. Also es hat nichts mit der traditionellen türkischen Küche zu tun, sondern meistens eher damit, dass man einfach für den Mainstream-Geschmack 3 verschiedene Varianten anbietet. Und mittlerweile ist es natürlich auch so bekannt und die Menschen gewöhnen sich daran, dass es verschiedene Soßen zur Auswahl gibt. Die bestehen meistens auf Basis von Mayonnaise, seltener auf Joghurtbasis. Ihr merkt es eigentlich erst dann, wenn ihr euch vollgekleckert habt und die Flecken rausbekommen wollt. Wenn es eine fettige Soße ist, dann habt ihr da so einen Fettfleck auf dem T-Shirt. Das ist meistens der große Unterschied, also besser als eine Joghurtsoße und meistens findet ihr allerdings eine Mayonnaise-Soße, hat natürlich auch am Ende mit dem Preis und mit der Verderblichkeit zu tun. So, jetzt nochmal kurz auf das Fleisch einzugehen, das habe ich ja schon gesagt, also gerade was die Inhaltsstoffe des Fleisches angeht, gibt es große Unterschiede, meistens eben Rind- oder Kalbfleisch. Natürlich auch viele Unterschiede, was die Würzung angeht. Ich persönlich finde gerade die Kombination aus dem Knoblauch und dem Kreuzkümmel macht einen wirklich guten Geschmack aus. Dieses Orientalische kriegt man auch sehr gut in andere Gerichte rein. Einfach Knoblauch und Kreuzkümmel verwenden. Das ist dann eigentlich auch schon die magische Kombination für einen geilen orientalischen Geschmack. Und was die Werte angeht, beziehungsweise was die Fleischqualität angeht, gibt es hier tatsächlich auch einige Verkehrsauffassung, so nennt sich das.
Und zwar sollten nicht mehr als 60% Hackfleisch enthalten sein, also 40% bzw. etwas unter 40% natürlich auch noch andere Zutaten enthalten. Sollte richtiges Fleisch sein und das Ganze eben geschichtet aufeinander, übereinander. Ich sag euch so, wie es ist. Ich glaube, in Berlin hat der Döner in den letzten Jahren ziemlich gelitten und diese allgemeine Verkehrsauffassung im Sinne des Lebensmittelrechts, die ist eigentlich nur so ein Grundstandard, aber nichts wirklich Verbindliches. Man bekommt bei uns oftmals nur noch einen Hackfleischdöner, also der so komplett nur noch aus Hackfleisch besteht, vielleicht noch ein bisschen fettiges Fleisch dazwischen für die Struktur des Ganzen, aber eben keinen richtigen Scheibendöner, also so ein geschichtetes Fleisch. Das wäre eigentlich das Beste, denn wenn wir uns hier einfach mal die Nährwerte anschauen, dann ist natürlich auch davon abhängig, was am Ende bei rauskommt, also welche Nährwerte der Döner wirklich hat. Und da gibt es natürlich immer große Unterschiede, je nachdem, was für eine Qualität ihr habt. Ich habe jetzt einfach mal die Quelle fddb.info hier aufgerufen. Hier wird eine Portion mit 350 Gramm angegeben, was mir recht klein erscheint. Und insgesamt 610 Kilokalorien. Passt natürlich erstmal von der Kalorienmenge recht gut. Wenn wir uns vorstellen, als Sportler essen wir 5 Mahlzeiten, brauchen insgesamt so 3000 Kilokalorien. Sage ich jetzt einfach mal, dass das natürlich eine ideale Mahlzeit, eine ideale Zwischenmahlzeit oder eben auch Ersatz fürs Mittagessen als Fastfood für unterwegs. Optimal von der Gesamtenergiemenge. Proteine sind mit 37 Gramm enthalten. Was die Kohlenhydrate angeht, kommt mir das recht viel vor. Also in diesem Brot sind meiner Ansicht nach nicht 73 Gramm Kohlenhydrate enthalten. Je nachdem, was für ein Brot man isst. Beim Dürüm-Döner vielleicht ein bisschen mehr. Bei so einem Pide-Döner, also diese dünne Teigtasche, ich weiß nicht, ob das wirklich Pide heißt oder ob das große Brot Pide genannt wird, das könnt ihr nochmal kommentieren. Da gehe ich davon aus, dass es weniger Kalorien sind, also weniger Kohlenhydratkalorien sind. Und was den Fettgehalt angeht, ja, ich weiß nicht ganz, ob man mit 17 Gramm Fett hinkommt. Bei uns wurde gestern in der Firma Döner gegessen und der sah wirklich sehr lecker aus, aber auch sehr fettig aus. Und ich gehe davon aus, dass mittlerweile über den höheren Hackfleischgehalt, über die Fette in der Soße durchaus mehr als 17 Gramm Fett enthalten sind. Ich gehe wirklich von der doppelten Menge aus, locker von 30, 35 Gramm Fett pro Döner. Muss man einfach damit rechnen, je nachdem, was man da auch isst. So, aus meiner Sicht sieht es folgendermaßen aus. Wenn wir uns einfach mal anschauen, wie haben sich die Dönerpreise entwickelt und wie haben sich die Spritpreise entwickelt. Das sind zwei Sachen, die haben nichts miteinander zu tun. Aber die Spritpreise sind in den letzten 15 Jahren durchs Dach gegangen. Die Dönerpreise, die sind relativ konstant geblieben. Da muss man sich natürlich fragen, bei der hohen Konkurrenz, ich kann euch hier auch zu Zahlen nennen, also im Jahre 1998, da lag der Umsatz der Dönerindustrie noch bei etwa 1,5 Milliarden Euro. Im Jahr 2011 hat sich das schon ganz anders entwickelt. Da sind es, glaube ich, 3,5 Milliarden Euro gewesen. Also der Wettbewerb ist größer geworden. Die Vielfalt an Döner ist auch größer geworden, aber der Konkurrenzkampf eben auch. Und da muss man sich natürlich fragen, wo kann gespart werden, wenn der Preis nicht teurer wird? Und es ist meistens die Qualität. Und auch dieser Gammelfleischskandal, der hat natürlich dem Image des Döners geschadet. Aber wie gesagt, die Sache hat sich auch keiner ausgedacht. Da war tatsächlich was dran. Auch dass Schweinefleisch im Döner enthalten sein soll, gibt es ja jetzt von der Quelle RTL einige Belege für. Will ich nicht weiter kommentieren, aber man muss natürlich klar sein, dass die Qualität vom Döner unter Umständen darunter leidet, wenn der Preis sehr gering ist. Das muss einen einfach stutzig machen. Das ist in allen Bereichen so. Überall, wo der Preis klein ist und man aber hohe Qualitätsansprüche hat, sollte man sich nochmal fragen, ob das Ganze wirklich miteinander gut zusammenpasst. Ich gehe davon aus, dass man so einen Döner hin und wieder mal essen kann, ohne komplett aufzuquellen, ohne komplett zu verfetten. Aber es ist eben Fast Food für unterwegs. Sicherlich noch die bessere Alternative zu McDonald's oder zu Burger King. Aber ich sage euch so, wie es ist. Es ist keine optimale Mahlzeit für Sportler. Bei der Fleischqualität kann man einfach mehr bekommen, da kann man echtes Fleisch bekommen statt Hackfleisch. Was den Salat angeht, sind das wirklich minimale Mengen, da solltet ihr euch keine Vitaminbombe drunter vorstellen. Was das Brot angeht, muss natürlich auch klar sein, das ist nicht der Energielieferant der ersten Wahl, sondern ein Weißbrot, also nicht so optimal für uns Sportler. Man könnte auch sagen, das sind leere Kalorien. Und was die Soße angeht, sage ich euch so, wie es ist, meistens sehr fettig, sehr gewürzt, aber eben für uns Sportler nicht die erste Wahl. Da kann man sich auch eine super Soße selbst machen und die ist dann meiner Ansicht nach um einiges gesünder. So, das ist mein Fazit zum Döner. Esst ihn, wenn ihr darauf Hunger habt, aber esst ihn nicht, weil ihr glaubt, es ist die perfekte Muskelaufbau-Mahlzeit. In diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, viele Grüße, euer Simon.